Die A&M Contact Cloud. Was steckt genau dahinter? Was hat es damit auf sich? Und wie nutzen wir dieses System, um die Kampagnen unserer Kunden zu optimieren? Das erfährst du heute. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir werden heute über die A&M Contact Cloud sprechen. Es ist vielleicht ein Name, den du schon mal gehört hast, vielleicht aber auch nicht, weil es eigentlich nur ein Programm ist, was wir mit unseren Kunden nutzen. Und ja, das Ganze ist ein Programm. Man kann sagen, es ist vielleicht eine abgespeckte Version von einem CRM-System. Und heute werden wir mal erstmal diese A&M Contact Cloud grundsätzlich erklären und dir natürlich auch erklären, warum ist das überhaupt ein Thema auf diesem Kanal. Also was steckt genau dahinter? Wir haben natürlich das stetige Interesse, das Kampagnenergebnis unserer Kunden immer zu optimieren. Und wir haben vor allem eine Sache gemerkt, die dabei entscheidend wichtig ist, und zwar ist das klar qualitatives Feedback. Ja, also ich muss natürlich wissen von einem Kunden, okay, du hast von mir aus 30 Anfragen bekommen, wie waren die denn? Ja, weil ich kann jetzt nur anhand der Anzahl schwer sagen, ob das gut oder schlecht ist. So, und wir haben halt gemerkt, auch bei ganz vielen unserer Partnerbetrieben, es läuft halt immer noch sehr viel mit Zettel und Stift ab. Das heißt, ich frage zum Beispiel, okay, wie bekommt denn jetzt von mir aus Mitarbeiter B mit, dass diese Anfrage bei euch gelandet ist? Sagt er, ja, ich schreibe das Ganze auf, lege das auf seinen Tisch und dann gucke ich mal, was passiert. So, und du merkst natürlich schon anhand dessen, dass ich lache, das Ganze ist ein bisschen altmodisch. Ist jetzt nicht schlimm, wenn du es noch machst, also auf gar keinen Fall. Ich meine, irgendwie muss das ja funktionieren, nur es geht halt auch wesentlich effizienter. Und deswegen haben wir gesagt, gut, es gibt ein System, ein Programm, was alle Partner von der A&M nutzen können, wo es eben um das Thema Anfragenverwaltung geht. So, und das Ganze hat halt viele entscheidende Vorteile. Ja, du kannst da die Anfrage zum Beispiel durch verschiedene Stufen schicken. Du kannst jemand anderen diese Anfrage zuweisen. Ja, und du bekommst halt quasi bei uns nicht nur die Anfrage selber, sondern du bekommst ein Komplettpaket, in dem du diese Anfragen entsprechend natürlich auch bearbeiten kannst. Aber dazu kann mein Kollege dir auch noch ein bisschen mehr sagen. Ja, wir wollen es natürlich unseren Kunden auch so einfach wie möglich machen und deswegen sollte das Bearbeiten auch so einfach wie möglich sein. Und ganz wichtiger Punkt, ich weiß gar nicht, ob du es eben gesagt hast, es muss auch überall möglich sein. Ja. Was viele immer wieder mit ihrer Zettelwirtschaft vergessen, ist, dass ein Zettel vergessen werden kann, und zwar überall. Ja. Und unterwegs oder im Büro, dann fährst du 2 Stunden zu einer Montage, hast deinen Zettel verloren, hast alle Kundendaten vergessen, und diese Möglichkeit wollten wir dir bieten, dass du von überall auf deine Anfragen Zugang hast. Ja, ob es vom Handy ist, vom iPad oder von irgendeinem Rechner, das Einzige, was du quasi brauchst, ist Internet. Und die Bearbeitung innerhalb dieses Tools ist natürlich leicht gemacht. Wir wollen keine Informatiker damit erreichen, sondern wir wissen, dass du Handwerker bist, dass du auch dein Handwerk beibehalten sollst. Du bleibst der Experte bei deinem. Wir kümmern uns um um die Oberfläche, die einfach sein soll, die aber auch ja, sehr, sehr viele Infos abdeckt. Ja? Also bei uns ist ja generell, wenn eine Anfrage reinkommt ins System, dann sind so die Grunddaten ja schon vorhanden. Das heißt, du musst jetzt nicht erstmal nochmal alles zusammentun und eintippen. Das Wichtigste hast du. Deine einzige Aufgabe ist natürlich, dieses Feedback zu hinterlassen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Anrufe protokollieren, E-Mails protokollieren, Notizen. Du hast gewisse Möglichkeiten, auch den Standort einzufügen mit Kartenansicht und gewisse Sachen natürlich auch da drin einzufügen. Ja. Was ich noch ergänzen will, wir haben ja seit neuestem ja auch das Ganze auch für die Bewerberplattform. Das heißt, wenn du jetzt im Unternehmen noch gar kein System hast, wo du deine Bewerbungen einträgst, die neuen Bewerbungen von Mitarbeitern, die sich bewerben über Website, über Online-Wege, egal auch wie, und du noch keine Möglichkeit hast, die zu verwalten, letztendlich wieder auf Zetteln irgendwo enden und du die dadurch vielleicht vergisst. Auch dafür gibt es eine Lösung. Da hast du auch eine Pipeline, das heißt einen Weg, wie so eine Bewerbung am Anfang bearbeitet werden soll und wie die Reise hingeht, dass wenn gerade eine interne Bewertung für diesen Mitarbeiter gerade besteht zwischen 2, 3 deiner Kollegen und dir, wo ihr euch nochmal abspricht, passt der zu uns, dass es auch eine richtige Phase dafür gibt, dass du direkt auch weißt, hey, ich habe so viele gerade in der Auswertung, 2 haben schon ein Arbeitsangebot, und ja, es ist einfach eine tolle Übersicht, die wir dir bieten und auf die du auf jeden Fall zugreifen solltest. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, und jetzt kommen wir mal zu der Frage, warum erklären wir dir das Ganze überhaupt? Weil das ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, exklusiv für unsere Kunden. Aber der Grund oder der Punkt, der eigentlich dahinter steht, ist ganz einfach. Es geht um das Thema Erhebung von Daten. Ja? Facebook ist ja ein riesiges, oder Meta generell, Online-Marketing ist einfach eine riesige Datenkrake, und demnach sind diese Netzwerke uns auch sehr dankbar, wenn wir sie weiter mit Daten füttern. Und der Grund, warum unsere Kundenkampagnen so extrem schnell, extrem profitabel werden, ist einfach, weil wir das eben auch tun. Ja, ich sehe ganz, ganz viele Beispiele da draußen, wo halt gesagt wird, okay,
ich optimiere jetzt meine Kampagne, dass ich irgendwie 2, 3 Anfragen mehr die Woche bekomme. Ja, oder dass ich von mir aus das und das noch mit eingebe. Aber am Ende des Tages gibt es extrem viele Möglichkeiten, Daten, wenn sie richtig gepflegt wurden, zu benutzen, um die Werbung bei Facebook wieder anzupassen. Was das genau für Möglichkeiten sind, das besprechen wir dann natürlich mit unseren Kunden immer im Detail. Aber was bei uns ein riesen Vorteil ist, wir nutzen alles, was unsere Kunden uns zurück als Feedback geben. Ja, wenn wir 20 Bewerber haben und die sind alle aus dem gleichen Grund schlecht, dann können wir das nutzen, um die Kampagne zu bearbeiten, beziehungsweise auch den Algorithmus entsprechend anzupassen, dass das nicht mehr vorkommt. So, deswegen haben wir eben einen Ort geschaffen für unsere Kunden, wo man diese Daten bequem, schnell und sicher eintragen kann. Und das ist eben die Content Cloud. So, was sollst du jetzt heute mitnehmen aus diesem Thema? Das Thema Datenerhebung ist extrem notwendig. Einmal für die generelle Organisation in deinem Unternehmen, damit jetzt Mitarbeiter A weiß, was B gemacht hat, ohne zu ihm laufen zu müssen. Aber gerade wenn Online-Marketing-Kampagnen dahinter stehen, sind sie auch extrem notwendig in der Optimierung. So, und da haben wir, wie gesagt, für unsere Kunden exklusiv dieses Tool entwickelt und bauen lassen, damit du das halt entsprechend, ja, einfach nutzen kannst, wenn du mit unseren Anfragen arbeitest. Hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen? Nee, erstmal soweit nicht. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß bei den nächsten Videos. Wenn du Fragen zur Content Cloud hast, komm gerne mal auf uns zu. Also ist auch ein Thema, was wir gerne mit unseren Partnern besprechen. Schreib das hier in die Kommentare, buch dir eine Erstberatung bei uns, dann gehen wir das ganze Thema einmal durch. Ansonsten würde ich sagen, guck dir die folgenden Videos definitiv ebenfalls an. Lass uns ein Abo da, aktiviere die Glocke und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.